Raumfahrt ist eine absolut zentrale Infrastruktur und Sie könnten heute nicht viel über den Klimawandel wissen, wenn es nicht die Erdbeobachtungssatelliten gäbe. Man hätte auch keine Wetterberichte, genauso wenig könnten heute Smartphones funktionieren oder Autos navigieren oder Drohnen fliegen ohne Satellitennavigation und am Ende könnte man wahrscheinlich nicht einmal das Dschungelcamp gucken, weil auch Fernsehprogramme über Satellit tatsächlich übertragen werden. Und deshalb ist eine wichtige Infrastruktur die Raumfahrt, wo wir auch in der Zukunft mit dabei sein müssen, weil es für Deutschland wichtig ist als souveräner Staat und was auch ein Treiber für Hightech und für neue Technologien ist, wo wir vorne mit dabei sein müssen. Ich glaube, dass das Thema der Daten-Economy auch gerade speziell durch die Raumfahrt getrieben wird. Wir sind da auch in Europa vorne mit unseren umfangreichen Erdbeobachtungsprogrammen wie Copernicus, wo wir eine Open-Data-Strategie haben, wo wir auch immer mehr Startups finden, die halt aus Daten neue Dienstleistungen und Services aggregieren. Das ist ein wichtiger Trend. Ein zweiter Trend ist im Rahmen dieser ganzen New Space-Bewegung, dass wir sehr viele neue Launcher-Anbieter sehen. Micro-Launcher, also Launcher in der Größenordnung von 500 Kilo bis eine Tonne. Das ist ausgesprochen interessant, hier auch in eine Wettbewerbssituation in Europa zu kommen. Und dann gibt es eine ganze Reihe weiterer New Space-Initiativen. Und ein Thema, was wir ja jetzt gerade auch mit Frankreich gemeinsam verabredet haben, ist eine robotische Mission zum Mond. Und wir stellen uns auch vor, dass das nicht nur aus staatlichen Mitteln gespeist wird, sondern auch mit privaten Geldern. Das sind nur einige von sehr spannenden Entwicklungen, die wir hier gerade sehen.